Ja, da bin ich auch nochmal. Hallo YouTube. Und zwar muss ich euch mal ganz kurz was zeigen. Und zwar hat mich jetzt hier ist, da wo Finn EBP steht, das ist hier DS Benji Barbie. Und wie man sehen kann, hat er mich jetzt auch blockiert. Ich kann das mal kurz zeigen. Ich habe ihn heute um 10, 11 Uhr, um 11 Uhr 10 Moin geschrieben und jetzt habe ich ihn auch blockiert. Ich bin am Überlegen, ob ich mal die Telefonnummer zeigen soll von ihm. Dann könnt ihr mal ein bisschen, ihn mal ein bisschen anrufen und mal ein bisschen nerven, weil der hat mir so viele Sachen angedroht, was man nicht macht. Wie gesagt, er hat mir so viele Sachen angedroht, die er vorhat. Ich habe das schon alles erzählt. Er wollte mich mit Böllern abwerfen und so. Und ich habe den jetzt auch blockiert. Wie gesagt, er hat hier auch einfach Fotos von mir gemacht. Die schickt er mir jetzt als Sticker. Und ja. Der wollte mich mit Böllern abwerfen. Der wollte mir mein Fahrrad wegnehmen. Sowas hatte der alles vor. Ich habe das ja schon mal erzählt. Ja, ich bin dann. Die Telefonnummer zeige ich erstmal nicht. Vielleicht mache ich es die Tage mal. Auf jeden Fall geht sowas gar nicht. Und hier. Nee, das kann ich. Also. Das ist. Also, der hat so viel vorgehabt, dieser Elias Benji Pavi. Deswegen habe ich mich da auch in letzter Zeit nicht mehr hingetraut. Ich bin ja da in letzter Zeit, wo die mich rausgeholt haben, bin ich ja gar nicht mehr dahin gefahren, weil ich mich nicht getraut habe. Also der hatte einfach so viel schlechte Sachen vor. Der hat das ja auch noch angedroht vorher. Deswegen bin ich dann da nicht hingefahren. Deswegen bin ich dann da einfach nicht hingefahren. Ja, und wie gesagt, um die Freundschaft mit Felix, darum werde ich kämpfen. Das habe ich in dem letzten Video schon gesagt. Wie gesagt, ich habe jetzt oft genug. Ich habe jetzt wirklich oft genug. Ich habe jetzt so viele Videos gemacht über diesen Felix. Ich habe jetzt alles erzählt. Nur eine Sache noch nicht. Für die Leute aus Westhofen. Die hatten ja oft kein Internet. Und dann habe ich denen immer meinen Internet-Hotspot gegeben. Und als ich dann mal was gebraucht habe, haben die mir nichts gegeben. Es war so, dass die zwischendurch mal kein Internet hatten. Dann habe ich denen meinen Hotspot gegeben, weil sie mich gefragt haben. So, und als ich dann aber mal nichts hatte, haben die mir nichts gegeben. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt so viele Videos gemacht über diesen Felix. Ich weiß gar nicht, wie viele Videos das sind, aber es sind mindestens 200. Müssten mindestens 200 Stück sein, die ich jetzt über diesen Felix gemacht habe. Und ja, ich habe jetzt alles erzählt, was die gemacht haben. Sollte mir im Nachhinein noch was einfallen, kann ich immer noch erzählen. Aber ich habe jetzt so viele Videos gemacht über diesen Felix. Ich habe alles erzählt, was der Felix machen muss, wenn er mich zurücknimmt. Ich habe alles erzählt, was er. Ich habe so viele Videos jetzt gemacht, aber ich fasse mich jetzt auch kurz. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier eine Stunde ein Video zu machen. Fakt ist, der Elias Benji Pavi, der ist eh komisch. Ist egal, wenn er mich blockiert hat. Der hatte eh so viele schlechte Sachen vor. Der hat mich eh nur gejagt und alles mit dem Plastikrohr. Ich habe ja alles erzählt. Aber. Ich habe jetzt so viele Videos über diesen Felix gemacht. Ich habe alles erzählt, was der Felix machen muss, wenn er mich zurücknimmt. Das habe ich alles erzählt. Ich habe alles erzählt, was der Felix machen muss, wenn er mich zurücknimmt. Habe ich oft genug gesagt. Und jetzt werde ich um die Freundschaft mit Felix kämpfen. Das sage ich jetzt noch ein letztes Mal. Erkläre ich das jetzt noch. Ich werde um die Freundschaft mit Felix kämpfen. Ich werde da immer dranbleiben. Ich werde immer weiter um die Freundschaft mit Felix kämpfen, bis ich ihn zurück habe. Und bis der Felix das alles macht, was er mir versprochen hat, und bis er es wieder gut macht. Ich werde immer um die Freundschaft mit Felix kämpfen. Da werde ich immer dranbleiben. Ich werde das auch nie aufgeben. Meine Eltern helfen mir auch. Ich werde immer um die Freundschaft mit Felix kämpfen. Meine Eltern haben auch gesagt, die helfen mir, weil ich muss wieder glücklich werden. Das geht so nicht. Der Felix muss das wieder gut machen, das habe ich jetzt oft genug gesagt. Und ich werde immer um die Freundschaft mit Felix kämpfen. Ich werde da immer dranbleiben. Ich werde das auch nie aufgeben. Ich werde
immer um die Freundschaft mit Felix kämpfen, bis ich den zurück hab. Und bis er es wieder gut macht und die Versprechen nachholt, die Zeit nachholt, darum werde ich jetzt kämpfen, bis das geklappt hat. Und wenn ich den Felix zurück hab, werde ich noch ein Video machen, dass wir uns wieder vertragen haben. Aber das mache ich auch erst dann, das Video, wenn ich den zurück hab und der die Versprechen nachholt und ich sehe, dass er das auch wieder gut macht und die Zeit auch nachholt. Erst dann werde ich das Video machen, dass wir uns vertragen haben. Aber nochmal, einmal sage ich das jetzt noch, das ist das letzte Mal jetzt, dass ich das erwähne. Ich werde immer um die Freundschaft mit Felix kämpfen. Meine Eltern helfen mir auch. Ich werde das nie aufgeben. Ich werde immer um die Freundschaft mit Felix kämpfen, bis ich den als Freund zurück habe. Ja, und dieser Elias Benjipavi, der ist einfach komisch. Der ist einfach komisch, weil der hatte so viel vor und jetzt hat er mich blockiert. Warum, weiß ich nicht. Ob er mich jetzt auf einmal nicht mehr braucht. Aber ist auch vielleicht auf der einen Seite auch ganz gut so, weil dann brauche ich jetzt keine Angst mehr zu haben, dass die mir irgendwas androhen oder so. Ja, habe ich jetzt alles gesagt? Ach so, das mach ich ein anderes Video irgendwann drüber. Bei Felix habe ich jetzt alles gesagt. Wenn jetzt mit Jipavi habe ich jetzt auch alles gesagt. Ja, wenn es Neuigkeiten von Felix gibt, wenn er mich irgendwie anruft oder so, dann werde ich natürlich ein Video machen. Okay, dann sage ich mal bis die Tage und tschüss.